Ah, Moment, wir speichern. Hallo und willkommen zurück zur achten oder neunten Folge schon von Let's Play Prey. Ich glaube, neunte. Letzte Folge sind wir hier durchgerusht wie ein Held, Alter. Und jetzt müssen wir wieder hoch und ein Festplattenlaufwerk. Nee, Fabrikatorplan runterladen. Genau so war das. Schwerkraft normal. Was macht der Mimik hier? Da. Warnung, Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe Ja, empfohlen. ich weiß. Okay, wir müssen nach oben. Oh, warte. Wir installieren uns kurz die letzte Neuromod. Ja, der ist noch eine herstellen. Was machen Sie denn hier? Das hätte ich jetzt nicht geplant. Vitalwerte kritisch. Mach mal zu, ne? Oh, hi, Mimik. Okay, die mögen es anscheinend nicht, dass ich wieder hochkomme. Okay, so war das. Genau, hier. Das kommt rein. Das kommt rein, das braucht kein Mensch. Gut. Exotisches Material. Hi, Technik Operator, repariere meinen Anzug bitte nochmal. Okay. Neuromod, die letzte. Hört das dann? Wir haben sechs Stück. Und mit sechs Stück können wir jetzt Hacker Level 3 machen. Oder. Wonderful. Oder eine Recycler-Ladung, warum nicht? Sind immer gut. Gut, Donnerstation, Dateien, Zündschlüssel, Daten übertragen. Das bricht jetzt mittendrin ab. War ja klar. Wisst ihr, ich glaube, ich weiß, was es ist. Der Koch. Eine Sache. Finden Sie ihn. Töten Sie ihn. Sehen Sie auf meinem Arbeitsterminal nach. Dort ist ein Hilfsprogramm, das einen der Datenspeicher öffnet. Das ist ein redundantes Backup-System, das von der Station abgeworfen werden kann. Das ist Ihr Weg nach draußen. Sobald Sie drin sind, sucht nach der manuellen Entriegelung. Morgan, wenn Sie reinkommen, bringen Sie die Station wieder in Ordnung. Nicht für die Wissenschaft oder die Zukunft. Oh. Für die Besatzung. Bitte. Wer holen wir sie auf See oder wir zerstören es? Boah, das ist ja auch mies. Töte den falschen Kopf. Oh nein, wir müssen den Dicken töten. Oh, ist das mies. Ja. Ich. Nehmen wir ganz kurz meine letzte Radiation Pill. Ah, jetzt kann ich da was machen. Oh. Datenspeicher. Oh, cool. Ah, das eine wurde. Ah, das eine wurde abgeworfen und da müssen wir jetzt hin. Dem ist nämlich ein Wiederherstellungsding drin. Hui.
Au. Aua. Mikrogravitation entdeckt. Sie haben Angst. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört. Ah, ist das Glas kaputt? Nee. Ach, da. Sind versiegelt, aber es gibt da eine Öffnung im Frachtraum. Ich glaube, sie kommen von dort auf die Station zurück. Frachtraum, ah ja. Ich bin hier nicht so nahe, ey. Oh! Essen! Wir können uns heilen! Medikits. Geil, danke schön. Sie sind außerhalb Ihres Gefängnisses. Vielleicht wollen Sie fliehen? Wie ich? Es ist nicht sicher dort draußen. Aber das wissen Sie ja. Sie haben Kopfschmerzen? Sehen Dinge? Das ist kein Fieber. Sind keine Halluzinationen. Etwas kommt. Schneidet sich durchs All. Wenn wir noch hier sind, wenn er kommt, er schreit so laut, dass wir ihn in unserem Kopf hören. Er ist noch weit weg, aber er kommt näher. Er wird ihr Gefängnis fressen, jeden an Bord. Und er wird immer noch Hunger haben. Wohin wird er dann gehen? Ich sehe sie bald wieder in ihrem Gefängnis, MU. Hier spricht Dr. Dayo Igwe. Ich sende an alle Kontakte in der Nähe. Bitte hören Sie mir zu. Mir geht der Sauerstoff aus. Und ich habe keinen Raumanzug. Nach einem Unfall im Frachtraum war ich gezwungen, mich in diesem Container zu verschanzen. Aber ich kann hier drin nicht an die Station andocken. Warte, was? Wo ist er? Hatte Dr. Ingwer? Wo ist... Ich helfe. Wir kommen, wir helfen. Wir sind Dingens. Wir sind... Den andocken, aber wie? Alter, wenn wir den jetzt hacken, tun wir ihn dann rausholen oder können wir ihn andocken? Halt! Halt! Was tun Sie da? Hören Sie auf, verdammt! Oh. Oh, ups. Ich dachte, wir retten ihn. Upsi. Hier spricht Dr. Dayo Igwe. Guten Morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Wird schwierig, hier reinzukommen. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. Oh, so hätte er da wow machen können. Haut ab, ihr Scheißviecher. Containernummer. Oh, so hätte ich das machen müssen. Morgen, je länger ich über die Idee mit den Containern nachdenke, desto besser gefällt sie mir. Versuchen Sie, einen intakten als Luftschleuse zu verwenden. Ah, so hätte ich ihn retten können. Oh Mann, wir hätten ihn retten können, Mann! Oh mein Gott, sind das viele Phantome.
Austin, ja, Austin, ich versuche dich zu retten. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Dr. Yu, morgen. Hier oben, Officer Cool. Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg. Wir bringen sie rein. Auf den Laufsteg. Ja, aber das macht wahrscheinlich wirklich keinen Damage, lol. Hab ich dich. Operator, ist das Medizin-Operator? Strom. Wie komme ich nach da oben? Naja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.